Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shine. Wir sind hier immer noch unten und müssen jetzt erstmal Dynamic Lights ausschalten und müssen jetzt wieder nach oben, denn wir wollten unsere Sachen zurückholen. Das hatte ich die Folge vor. Oh, da fehlt was. Habe ich da runtergegraben? Ich glaube schon, dass ich mich hier runtergegraben habe. Aha, okay, da habe ich mich hochgebaut. Stimmt, da hatte ich ja keinen Bock mehr. Die ganze Zeit zu warten, beziehungsweise so behindert das Warten, dass ich mich da immer hochbauen muss mit der Treppe. So, gehen wir hoch. Ich will nur schnell meine Sachen holen in der Folge. Mir alles machen, was ich machen wollte, und dann einen Abgang machen. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das hier nicht, nach oben zu kommen. Das Wasser ist so laut. Jetzt aber. Hoppa, hoppa. Okay. Da muss ich hin. Sorry, falls man meinen Hund hört, der bellt gerade. Keine Ahnung wieso. Aber er hat Spaß dran, wie es aussieht. Ach, hier übrigens noch, da bist du auf dem Server, aber erstens mal weiß er nicht, wo ich bin, denke ich mal. Und selbst wenn wir da nicht so schnell herkommen, das heißt, da gibt es keinen Beef oder so. Falls ihr euch da was erhofft habt. Egal, auf jeden Fall jetzt erstmal. Wie bin ich? Also, ich habe die Koordinaten da, okay. Also, ich muss erstmal in die Richtung jetzt. Und dann schauen, wo ich hinkomme. Wir werden anfangen. Ich brauche die Ender Chest aus dem Roguelike Dungeon. Das bedeutet, ich müsste jetzt danach schauen, wie ich da wieder hinkomme, weil ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich ziehe auf jeden Fall meine Hermes-Boots an. Die haben zwar nicht mehr viel Durability, aber. Genug, dass ich noch rumlaufen kann. Müssen sie einfach haben. Weil es dauert mir für uns viel zu lange. Ich werde die Folge nicht so lange machen, weil ich die in einer Stunde und 20 Minuten hochladen muss. Und ich muss noch rendern. Und alles. Ich nehme übrigens immer noch mit OBS auf, nur ich muss das Intro davor schneiden und noch ein bisschen was anderes schneiden. Und das ist dann natürlich trotzdem Renderarbeit. Aber es ist weniger als 4K. So normal mit Fraps und so. Wo war das denn? Wo war dieser Roguelike Dungeon? Oh, meine Pickaxe hat sich gerade repariert. Ist voll praktisch, die ist eigentlich fast voll, ne? Ja, 98, ich habe die schon oft benutzt. Übrigens, falls sich meine Stimme irgendwie komisch anhört, ich bin gerade vorhin aufgestanden. Und es war eine lange Nacht gestern. Also liegt das daran. Mir kommt es nämlich so vor, als wäre die ein bisschen kratzig. Hi Kuh. Okay. Da ist der. Ist das der Graveyard Dungeon, wo ich drin war? Ja, dann bin ich glaube ich schon zu weit, oder? Wir werden es rausfinden. Ah, ich muss da hinüber. So. Okay. Ist der das? Oder ist der es nicht? Das ist hier die Frage. Ei, nicht buggen. Pfui. Böse. Nein, das zieht keine Durability ab. Okay. Ich glaube, das ist der sogar. Bin nicht sicher. Aber ist gut möglich. Wenn nicht, kann ich hier nochmal hingehen. Ich hasse ja Gräber, habe ich das schon mal gesagt. Okay, jetzt geht's. Man glitscht dauernd bei den Dingern rum. Das ist der Wahnsinn. Warte mal. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Sag mal, wieso bin ich eigentlich so verpeilt? Ich müsste ja eigentlich gar nicht zum Roguelite Dungeon. Ich wollte mir eine neue Ender Chest craften. Dafür brauche ich lediglich Obsidian und Blaze Powder. Aber ich habe auch beides hier nicht. Und ich glaube, der Roguelike Dungeon ist hier irgendwo in der Nähe. Deswegen laufe ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter und schaue, ob ich den finde. Hier hinten vielleicht, komm. Es wäre ganz wunderbar, wenn der jetzt irgendwo ist. Herz allerliebst. Jetzt keinen Bock auf dich. Geh ja weg. So.
Was ist das für ein Geräusch? Ich will es eigentlich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Lassen wir das mal lieber. Was war das? Irgendwas ist hier drunter. Okay. Komm schon, Roguelike Dungeon. Wo bist du? Wenn ich jetzt wirklich nicht finde, dann darf ich alles zurücklaufen. Und dann muss ich. Dort die Ender Chest. Da ist er. Ha. Okay. Nichts mit Ender Chest oder so. Passt schon. Alles da. Los, ich hab's gleich geschafft. Yay. Kann ich alle meine Sachen reparieren? Ist das der, wo ich schon war? Ich kann es nicht sagen. Ich denke mal. Okay. Tun wir das erstmal weg. Das brauche ich alles nicht. Inksekt brauche ich. Doch, Inksekt brauche ich. Ha. Netherwort brauche ich nicht. Magma Crystal nicht. Bone auch nicht. Flint auch nicht. Okay. Dann brauche ich hier jetzt ein bisschen Gold. Brauche ich 4 Gold? Ich weiß gerade gar nicht. Ich denke aber schon, dass das so war. Ah, das Book and Quill muss ich zuerst machen. Ein Buch brauche ich noch. So. So. Nein. Zack. Enchantment Table. 2 Obsidian, 4 Gold. Und das Eye of Ender. So, und bitte funktioniere jetzt. Danke Gott, danke. Alles ist heile. Ich muss mir so einen immer mitnehmen. Okay. Da kann ich mir jetzt noch überall Unbreaking drauf machen. Okay. Und dann vielleicht hier noch Cold Touch. 4 Level, okay. Das ist ja machbar. 4 Level kann ich mir eigentlich holen. Okay. Dann kann ich jetzt noch das wegwerfen. Brauche ich nämlich auch nicht. Die Federn nehme ich aber mal mit. Wer weiß, wofür ich die brauchen kann. Cobble kann weg. Advanced Enchantment Material da oben hin. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nope. Das war's. Was habe ich noch in meinem Knapsack eigentlich? Die Kristalle und ein paar Shards. Sonst nichts Wertvolles eigentlich. Könnte noch irgendwas da lassen. Da zum Beispiel die Federn. Müssen jetzt nicht unbedingt sein. Gut. Ah, es ist wieder schön mit Slowfall. Ups, ich muss in die andere Richtung. Ich kann noch schnell ein paar Kühe töten für 4 Level. Das mache ich, glaube ich, eben. Den Advanced Charm Material werde ich jetzt immer mitnehmen, den zweiten. Einen habe ich mir zu Hause und einen nehme ich immer mit. So. Sind da noch irgendwo ein paar mehr Kühe oder ein paar andere Viecher? Das wäre ganz cool. Wie ich schnell Cold Touch verzaubern kann. Da. Stirb. Noch nicht genug. Ich brauche noch mehr. Da sind auch noch mehr. Hier sind so viele Kühe, das ist echt krass. Aber ich habe eh genug Essen, also ich muss hier keine Kühe mitnehmen oder so. Aber das Leder behalte ich mir mal. Obwohl, nein, brauche ich eigentlich auch nicht. So. Okay. Habe ich eigentlich schon mal eine Kuh. Ja, habe ich schon. Eine Kuh analysiert, wollte ich sagen. So. Dann kriegt das jetzt noch Cold Touch. Da. Oder warte mal, ich kann mir das auch auf die Hose. Nein, ich mache mir das auf die Schuhe. Nein, Moment. Dann überschreibt sich das. Ich muss das auf die Hose machen. 7 Level für die Hose. Fick dich. Ich kann mir das nachher wieder runternehmen, eigentlich. Beziehungsweise ich nehme mir einfach hier irgendwo was anderes schnell runter. Da, ich brauche da kein Unbreaking 3. Mache ich mir hier schnell Cold Touch drauf. So. Ideal. Entschuldigung. Okay. Dann laufen wir jetzt noch nach Hause. Oh ja, das klappt sogar. Sehr schön. Nur ist es halt nicht so schnell wie das andere, was ich gewohnt bin. Aber ich kann damit endlich über Wasser laufen. Das ist das, was ich damit wollte.
Jetzt habe ich meine Backup-Rüstung praktisch. Ich gehe auf jeden Fall nochmal in Eternal Frost und mache dort ein paar Dungeons. Aufgrund von zweiten Hermes Boots. Damit ich wirklich zwei Rüstungssets habe oder halt noch mehr. So viel wie halt geht, weil die Dinger sind halt echt wertvoll und ich habe die am liebsten öfter als nur einmal oder zweimal. Weil es kann immer passieren, dass ich die durch irgendwas verliere. Ob sie jetzt kaputt gehen oder sowas. Auch wenn ich jetzt darauf viel mehr achten werde. Aber es kann trotzdem immer irgendwas passieren. Deswegen lieber nochmal sicher und ein paar mehr haben. So, jetzt müssen wir dann bald da sein. Ich weiß nicht, ob Springen ist auf Eis schneller mit Speed 3. Stimmt. Ich erinnere mich. Ab Speed 2 lohnt sich Springen auf Eis. Beziehungsweise Speed 1 ist es sowieso besser. Ja, also auf Eis lohnt sich Springen immer bei Speed. So war's. Aber normales Springen beim Laufen lohnt sich ab Speed 2 nicht mehr. So gehört das, genau. So ist richtig gestellt. Okay. Jetzt sind wir eh gleich da. Ich glaube, ich check diesen Dungeon dann noch kurz. Und schau, was es da so gibt. Kann den einfach schnell mit einer Enderperle hoch. So. Zack. Hallo. Was gibt's bei euch Neues? Alles fit im Schritt. Gibt's da oben drauf eigentlich was? Ich glaube, da habe ich noch nie nachgeschaut. Sieht nicht so aus. Ich weiß halt, wo es das unten gibt, aber. Wer weiß, vielleicht wäre ja oben auch was gewesen. Ruhig jetzt. Jetzt ist es nicht eingestürzt. Weil ich das Wasser zum Frieren gebracht habe. Auch gut. Böse. Oh, jetzt ist es eingestürzt. Das Gold kann ich noch mitnehmen. Gold ist für mich wertvoll. So. Toll, das ist ein Gold da nach oben. Komm. Okay, passt. Und die letzte Enderperle zum Rauskommen. Wunderbar. So, das kann alles weg. Gut. Dann ab in die Richtung. Da geht's nach Hause. Hier runter. Und zwar circa hier. Oh, stimmt, da war ja was. Habe ja Cold Touch drauf. Danke, dass du mich abtauchen lässt. Nett von dir. So, und da muss ich runter. Alles klar. Dann jetzt fix nach Hause. Jetzt habe ich ja alles. Jo. Jetzt kann ich noch ein paar Wither holen. Vielleicht finde ich noch ein paar Behemoths. Jetzt kann ich mich wieder mit allen Viechern anlegen, wo ich Bock drauf habe. Ist Dynamic Lights eigentlich off? Jetzt ist es off, ja. Okay. Aua, 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 aua. In die Richtung muss ich. Ich kann hier eigentlich auch mal die Death Points ausschalten, wenn ich ehrlich bin. Ups. Waypoints. Zack, zack. Nein, Moment. Beziehungsweise, ich kann die removen. So. Weg. Exit Menu. Alles klar. Auf geht's. Da sind eine Menge Pinkies. Ich werde jetzt nicht spezifisch auf Belfs oder irgend sowas gehen. Ich fliege da einfach durch und wenn ich was sehe, dann nehme ich es mit. Ich habe ja sowieso nur zwei Red Miniature Hearts bekommen. Also ist das nicht irgendwie lohnenswert. Es laggt ein bisschen. Es liegt aber auch an Shine, weil Shine ein bisschen laggy ist. Beziehungsweise auch an OBS. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen was umstellen. Muss noch schauen. Ich bin da immer noch am Lernen. Okay. Oh, diese blöden Pflanzen. Das ist ja unglaublich. So, hier schnell geschmeidig durchgleiten. Oh Gott, lag. Stirb. Kann ich mir ein bisschen Souls einfach mitnehmen? Wieso nicht?
Wie viel brauche ich dann? Ich habe einen Wither zu Hause, das heißt, ich habe 8 gesamt. Das sind 2 Wither, das heißt, ich brauche 4 mal 2 ist 8. Ja, okay, ich nehme noch einen mit für den nächsten. Weil vielleicht finde ich ja noch einen Behemoth. Dann kann ich mir noch einen Wither holen. Da komme ich nicht wirklich gut, nicht wirklich gut voran. Muss ich irgendwo anders lang. Ich hätte vielleicht oben rumgehen sollen. Ich muss hier hoch. Die Folge darf nicht zu lang werden. Schauen wir mal, wie lange habe ich dann? Ja, 15 Minuten, so bin ich gerade. Wenn ich richtig liege. Okay. Hier hoch. Da ist so eine Feuerfledermaus. So ein Pinkies. Tons of Pinkies. So, tote Pinkies. Okay. Gehen wir mal da lang. Und schauen wir mal, was es hier hinten so. Oh, nein, das ist nur ein Pinky. Ich dachte gerade, dass da oben Behemoth ist, weil der so rot aussah, weil der gebrannt hat. Okay. Willst du mich verarschen? Komme ich hier wirklich nirgends durch? Sieht schlecht aus. Wie bin ich denn hierher gekommen? Bin ich hierher gekommen? Ende. Oh Gott, wieso ist das so laggy? Blöder Nether. Geht's hier irgendwo durch vielleicht? Ich glaube, ich grab mich da jetzt einfach in die Richtung durch. Bin eh so schnell hier. Oh, Quarz, toll. So. Pile of Ash, ja. Das ist irgendwie ein Zeichen der Freiheit. Hoffe ich mal. Wieso ist das hier überall? Geh weg. Du nervst mich. So. Ah, böse. Böse. Okay, weiter. Oh, nix. Das kann ich Basti schenken, wenn ich ehrlich bin. Der Arme will das die ganze Zeit farmen, aber die Pikmin killen ihn immer. So. Nicht die Pikmin. Die Pinkies. Das ist Magma. Oh, Freiheit. Jetzt hat die Pickaxe 86 Durability nur noch. Das circa, wie viel entsprechen müsste? 2500 so? Könnte hinkommen. Oh Gott, wieso laggt das so? Zu viel Lava. Oh, aber kann ich jetzt chillig weit fliegen? Das ist cool. Das ist echt cool. Oh yeah. Ah, wir sind gleich zu Hause, so wie es aussieht. Slowfall ist echt praktisch. Dann landen wir mal hier. Und dann müssen wir nur noch zum Portal laufen. Cool, das ging schnell. Pinky töte ich, rein aus Prinzip nur mal. Ich sollte aufhören, dieses Feuer zu laufen. Da ist ein Dingens. Oh, hat keiner gedroppt. Schade. Ein Behemoth wollte ich sagen. Da ist ein Dingens. Böses, böses Dingens ist da. Ist da vielleicht noch irgendwo ein Dingens? Ah, das ist so eine scheiß Spinne und Pigman. Okay. Ich muss da lang. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich da oben rum am besten. Ich weiß ja nicht, aber das ist, glaube ich, die beste Idee. Aua. Ich brauche ein Fire Resistance Kristall. So viel ist mir mittlerweile klar geworden. Oh mein Gott. Tons of Pinkies. Ja.
Stirb. Okay. Das ist so eine behinderte Spinne. Das blöde Vieh. Ich hasse dich, Asmodi. Dich und deine Ausgeburten der Hölle. So. Verreck. Noch eins dort? Ich glaube nicht. Dann kill ich die dann noch schnell. Ist da vielleicht noch irgendwo ein Behemoth? Ich sehe gerade keinen. Wow, ich drehe mich nur zur Seite und es bauen neue Pinkies. Was soll das? Was soll das? Ich bin gleich zu Hause. Jetzt lasst mich ja in Ruhe. Und stirb. Oh, da waren doch noch welche. Ich hasse die. Nein, nicht mit mir. Fermented Spider, das könnte ich mitnehmen. Das Wicht droppt Redstone und Eisen? Wie viel? Okay, nicht viel. Ich dachte gerade schon. Necrotic Bones hat er auch keine gehabt für mich. Das finde ich sehr schade. Aber kann man nichts machen. Ich sollte vielleicht jetzt mal. Ach, das Vieh war da unten, oder was? Das sah da gerade voll so aus, als ob das da gewesen wäre. Dieses Zinn-Dingensmon. Wieso sind Endermen hier drinnen? WTF? Das ist die falsche Dimension, meine Freunde. Keine Ahnung, was ihr hier sucht, aber ich glaube nicht, dass ihr das finden werdet, was ihr braucht. So, danke für die Perlen. Bist schon tot, hör auf Geräusche zu machen. So, ganz kurz muss ich da noch schauen. Mich interessiert das nur noch kurz, ob die Behemoths da sind. Irgendwelche Behemoths oder Belfs. Sieht nicht danach aus. Okay, dann ab nach Hause. Zeit zu gehen. Blöder Nether. Ich muss aber bald wieder hierher, weil ich einen neuen Dungeon brauche. Das finde ich nicht gut. So, dann lasse ich Basti das Onyx noch da, wenn ich schon da bin. Ach, darf ich keine Kisten hier öffnen, ne? Oder sowas. Wie mache ich das? Ich könnte. Ich werfe mal hier ein bisschen Netherrack weg und hole mir einen Baum. Beziehungsweise einfach ein bisschen Holz. Nehmen wir mal. Ja, drei Holz würde ich brauchen, ne? Oder? Zwei. Eins für eine Workbench. Zwei für eine Kiste. Zwei für ein Schild. Das heißt, ich brauche noch mehr. Ein Block noch. So. Machen wir das eben so. Zack, ein Schild. Die Kiste. Okay. Stellen wir die einfach mal hier hin. Für Basti. Für Größe Vinny. So. Tun wir dem da auch nichts rein. Da wird er sich vielleicht freuen. Ein bisschen Quarz. Okay, habe ich noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Okay, dann würde ich sagen, auch wir beenden die Folge einfach hier jetzt direkt. Okay, ja, dann würde ich sagen, ciao, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.